Wie gesagt, wir sind jetzt hier im Weißbierkeller, im Gärkeller. Und wir haben gesagt, wir haben zwei verschiedene Biersorten. Das eine ist das Weißbier und das andere sind die ganzen, oder das obergärige Bier und die untergärigen Biere, also alle anderen Biersorten. Hier findet die Gärung für das Weißbier statt und das ist in offenen Behältnissen, weil das einfach für das Aroma am besten ist. Sie merken, es ist sehr kohlensäurehaltig, also die Luft hier. Und hier sieht man mit diesen Schnäbeln während der Gärung, also die Hefe beginnt zu arbeiten, baut diesen Zucker ab und es bildet sich also ein Schaum, es bildet sich eine Decke. Und diese Schnäbel da dienen dazu, während der Gärung, also das ist gestern reingekommen, dass die Hefe während der Gärung, die obergärige Hefe steigt nach oben und wird über diese Schnäbel geerntet. Das heißt, die gärkräftigste Hefe ist am höchsten Punkt. Es wird da später dann, momentan ist es noch nicht ganz so weit, eine Wanne drunter gefahren. Da wird die Hefe aufgesammelt und wiederverwendet. Der Vorgang dauert in etwa 7 Tage, also eine Woche sind wir da herinnen. In dem Zustand nennt das Ganze, nennt sich Jungbier, ist das Ganze noch nicht trinkbar in dem Sinne. Aber es ist schon der Großteil vom Alkohol gebildet, es ist, Kohlensäure ist noch nicht drinnen. Und wie gesagt, das muss dann erst noch mal weiterverarbeitet werden im Lagerkeller zur Reifung. Wie gesagt, das ist jetzt nur für die Weißbierproduktion. Das gleiche haben wir drüben für alle anderen untergärigen Biere. Und das schauen wir uns dann drüben an.